Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies and gentlemen, Sven ist nervös. Warum? Habt ihr schon im Titel gesehen? Genau. Ein Valorant-Turnier ist am Start. Das allererste Valorant-Akadari-Turnier. Das erste Akadari-Valorant-Turnier, so. Und ist ja andersrum besser? Valorant-Akadari? Nee, das geht gar nicht. Wir müssen an erster Stelle stehen. Wir sind zu krass. Ja, okay, komm. Wir haben vor, ein Turnier zu machen. Von Valorant. Die Idee kam von dem Dulli. Hi. Und wir wollen natürlich, dass ihr auch mitspielen könnt. Ne? Richtig. Was ist ein Turnier ohne unsere Zuschauer? Also jeder, der das Video sieht, kann mitmachen. Ja? Wenn er Interesse hat, kann er gerne mitmachen. Wir haben einige Ideen und wir gucken, je nach Teilnehmerzahl, wie wir sie umsetzen. Es kann zum Beispiel sein, dass es ins Wasser fällt, falls zu wenig Leute sich melden. Aktuell wären es schon mindestens 2 Teams, die Interesse hätten. Ja. Dann teilzunehmen, kann man schon mal so weit sagen. Genau. Und wir haben uns auch schon mehrere Gedanken gemacht, ob es jetzt ein K.O.-Phasesystem geben wird oder ein Ligasystem, mehr oder weniger. Das wird sich dann angleichen, wie viele von euch quasi Interesse daran haben, an diesem wunderschönen neuen Projekt. Unsere erste Akadari-Woche, deswegen kann man mal so was Cooles mal veranstalten. Ja, um das richtig zu feiern, weißt du? Einfach mal so ein richtiges Highlight zu haben. Genau, wir spielen halt sehr gerne Valorant, unsere Zuschauer sind gerne Valorant und deswegen haben wir uns gedacht, Valorant-Turnier. Und alle können mitmachen. Easy. Genau. In der Videobeschreibung könnt ihr ein wunderschönes Formular entnehmen. Da wird zum einen zu sehen sein, die Teilnahmebedingungen, zum Beispiel Abonnent müsst ihr sein, weil wir wollen es ja für unsere Community machen. Also rein theoretisch könnt ihr einfach abonnieren und am Turnier teilnehmen und danach sagen Tschüss. Euch überlassen. Ja, aber wir wollen es mit der Community. Wäre schön, wenn ihr da bleiben würdet. Ja, wäre schön, wenn ihr da bleiben würdet, sonst. So. Manchmal so cool. Freut mich. Aber richtig cool. Der ist so lieb. Aber. Auf jeden Fall. Hallo, ich bin der Tiger von Haven. Ein Abonnent auf dem Hauptchannel wäre schon genügend. Nicht auf allen 4 Channels, die wir haben. Hauptchannel reicht. Ja. Wir verwenden das für dieses Turnier, verwenden wir den Akadari Discord. Deswegen, wenn ihr euch anmeldet, da steht aber auch im Anmeldeformular einmal eure Riot-ID und eure Namen natürlich, also eure Tagline zum Beispiel, damit wir euch, also auf, dass ich euch zum Beispiel hinzufügen könnte. Und natürlich das gleiche gilt auch für Discord, dass wir zum Beispiel irgendwie noch Kontakt halten und was weiß ich nicht. Ja. Infos wird es dann auch bei uns auf dem Discord-Server geben. Da werden wir noch ein bisschen umstrukturieren, sodass das fürs Valorant-Turnier am besten ist. Ne? Natürlich nicht betrügen, Spaß am Spiel, die Klassiker halt. Genau. Am besten, ihr seid ein Fullteam, 5 Leute, klar, dann gebt ihr uns euren Teamnamen zum Beispiel im Anmeldeformular, euren Team-Captain, mit dem ich dann im besten Fall immer schreiben kann, und eure anderen 4 Teammitglieder. Ne? Okay. Ihr habt da genügend Auswahl, um da was reinzuschreiben, auf jeden Fall. Und was auch wichtig wäre, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, wir sind aber zu zweit, bin nur einer, dann heißt es nicht, ihr könnt nicht mitmachen. Dann versucht ihr einfach das Formular mal so weit auszufüllen, wie es geht. Und da seid ihr quasi in der Warteliste. Zum Beispiel, wenn wir 5 Leute finden, die kein Team haben, also beziehungsweise einfach so mitspielen wollen, dann machen wir im Zweifelsfall auch ein Random Team. Wenn ihr dann, also wenn ihr darauf Lust habt dann, und euch sagt, okay, euch sagt, Random Team ist auch okay für mich, dann. Hauptsache dabei sein. Genau, Hauptsache dabei sein, Spaß im Spiel, Valorant Turnier klingt witzig. Ja, dann kann man gerne mitmachen. Wenn ihr Streamer seid, beziehungsweise Let's Player, ihr dürft das aufnehmen, ihr dürft streamen, mir ist das eigentlich ziemlich egal, beziehungsweise uns. Das wird es gibt den privaten Server ja, das würde ich dann hosten, ich werde das dann moderieren quasi, für der Zuschauer sein, während ihr dann zum Beispiel 5 gegen 5 spielt. Die Maps werden wir dann nach Random-System machen, es wird ganz normal das Matchmaking sein, 13 Siege, easy. Preise haben wir uns auch so ein paar überlegt, noch verraten wir nichts, wie wir das machen wollen, weil es ist ja alles, wie gesagt, noch ein bisschen in der Schwebe. Alles genaueres gibt es dann auf dem Discord immer wieder. Genau. Genau, also ihr könnt es auch gerne teilen. Je mehr mitmachen, desto witziger ist es natürlich. Und. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr euch dafür anmelden würdet und ihr halt Bock drauf hättet. Genau, wir haben in der Community mal nachgefragt. Im Zweifelsfall, wir haben ein Forum noch reingepackt. Also im Forum steht auch nochmal drin. Und. Also im Zweifelsfall, falls ihr könnt euch in den Kommentaren bei uns melden oder in dem YouTube-Forum.
da könnt ihr, könnt ihr euch melden. Wir sind auf Twitter, da könnt ihr euch und ihr könnt uns auf Discord könnt ihr euch melden, auf Twitter könnt ihr euch melden. Wir haben Insta, genau, da könnt ihr genau, Insta, da könnt ihr euch melden. Also wie ihr euch meldet, ist uns egal, beziehungsweise zum Beispiel wenn ihr Fragen habt oder sonst was, ne? Also da könnt ihr euch da entfalten. Wie gesagt, wir haben Anmeldeformular, also wenn ihr direkt sagt, teilnehmen, easy, dann einfach Anmeldeformular aus der Videobeschreibung entnehmen, teilnehmen, ausfüllen, abschicken und mit Glück findet das Turnier statt. Das ist, seht ihr dann, wie gesagt, in unserem Discord, ob's, wie die Lage ist, was wir uns für Gedanken machen. Vielleicht lassen wir euch mit abstimmen, was wir, wenn wir noch so ein paar Überlegungen haben. Mhm. Hast du erwähnt, wohin die das schicken müssen? Oder? Wie, wohin die das schicken müssen? Ja, das Anmeldeformular. Die müssen auf Senden drücken und ich krieg das dann. Achso, direkt, okay. das hätte ich schon gesagt. Daran merkt man, wie krass Sven dabei ist. Er hat es nicht mal angeguckt. Ja, Janik, ich war am Einstellen. Ja. Und zum Beispiel Sven macht in einem beiden Teams mit, die bisher schon feststehen, vermutlich. Wahrscheinlich. Und wie gesagt, ich werde es moderieren und dann geht's halt ab. Also die müssen dich mitmachen lassen, Sven, weil ohne dich geht das Turnier sowieso nicht. Ja, kann ja sein, dass die einfach sagen, nee, die wollen wirklich ein Team haben. Dürfen die gar nicht mitmachen, Sven, die sind gezwungen. Ah, die dürfen sich zum Beispiel nur mit 4 Spielern anmelden, weil der 5. Feld steht eh Sven. Okay. Weißt du? Kannst du direkt sagen. Da will ich auch Team-Captain sein. Team-Name ist Team Dulli. Warum nicht? Ja. Auf jeden Fall, das sind die Infos. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, meldet euch, füllt das Formular aus, Fragen, wie ihr möchtet. Wir haben mehrere Wege, wo ihr euch melden könnt und wir antworten drauf. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich macht ihr mit, hoffentlich habt ihr Bock. Es wird auf YouTube, ich werde selber zum Beispiel auch streamen, das Turnier. Und es wird dann auf dem Zweikanal die einzelnen Runden geben. Und zum Beispiel, was noch vielleicht ganz wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich nehme das auf oder ich streame das, dann sagt mir das am besten auch Bescheid über den Kontakt dann, den wir dann natürlich dann machen müssen, um das auf die Beine zu stellen, dann sagt ihr mir am besten Bescheid, damit ich zum Beispiel euch auch in der Playlist verlinken kann oder im Turnier selber, wer alles mitmacht und was weiß ich. So wird es vielleicht ein zweites Video geben, wo einfach alles mal feststeht und wann es losgeht und so weiter. Genau, deswegen wäre auch praktisch, wenn ihr es dann abonnieren würdet, damit ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand seid, wenn es dann richtig losgehen sollte und alle Regelungen und so weiter. Genau. Alles klar. Vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich habt ihr euch gemeldet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Dann. Tüdelü. What you say? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?